Hallo und herzlich willkommen zum Vorgestellt vom City Bus Manager. Dieses Spiel kommt am 10. November in den Early Access und ich danke vielmals den Entwicklern, dass ich euch dieses Spiel vorstellen darf. Ich muss sagen, es gefällt mir ziemlich gut und warum, das erkläre ich euch dieses Mal sogar am Anfang. Dieses Spiel ist ein klassischer Busmanager. Ihr könnt so ein bisschen im Die Sims-Style, das seht ihr hier, die Gebäude bauen. Dann habt ihr die Busse, die ihr entsprechend auch wirklich in dieser Grafik platzieren könnt. Ihr könnt die Straßen bauen. Ihr müsst dann entsprechende Möglichkeiten bauen, dass sie repariert werden können und so weiter und so fort. Also ihr müsst einen richtigen Betriebshof designen, das ist wirklich gut gemacht. Und wenn das nicht schon genug wäre, müsst ihr danach die Routen entsprechend zusammensammeln. Und jetzt denkt man sich, ja gut, Nerd, irgendwie gab es das schon mal alles. Und so wie hier tatsächlich noch nicht, denn wie ich finde, ist die große Zukunft der Management-Spiele Weltkarte. Die Weltkarte. Was meine ich damit? Siehe NIMBY Rails und jetzt auch den City Bus Manager, spielen wir so eine Spiele demnächst auf realen Weltkarten. Ja, diesen City Bus Manager könnt ihr in eurer Heimatstadt spielen. Das finde ich sowas von cool. Also wirklich in der Stadt, wo ihr lebt, wo ihr starten wollt, dort könnt ihr ein City Bus Manager spielen und ein erfolgreiches Busunternehmen aufbauen. Es gibt hier wirklich auch alle Karten zum Runterladen. Nordamerika, ihr könnt das auch in Russland, in Moskau machen, in Washington DC, in Brasilia, in Kairo oder in, weiß der Geier, welche Städte ihr alle spielen wollt. Aber wir starten erstmal ein neues Spiel, gucken uns das in Ruhe an und wir gehen auf Deutschland. Wir nehmen natürlich die Nerd Transport Fever Corp. So, das ist die Nerd Transport Fever Corp. Namen von anderen Spielen sind reiner Zufall. Reiner Zufall. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, unsere Karten auszuwählen. Und hier die Möglichkeit, entsprechend auch Städte und Ländereien auszuwählen. Wir können auch zum Beispiel in Polen starten, also hier. Entschuldigt bitte, ich kann diese Namen wirklich nicht aussprechen. Oder in Dänemark, Ringstedt, da. Wir bleiben mal in Deutschland. Und in Schladen, herzlichen Glückwunsch, Sulzbach an der Mur, Huggelfing, Königshain, Michelsfeld, Kirchheim an der Weinstraße. Das klingt doch gut. Wir werden jetzt also bei Kirchheim an der Weinstraße, Münster kenne ich auch, die anderen Städte sind mir tatsächlich alle ein großes Rätsel. Saarwellingen, wenn euch eins dieser Städte was sagt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Wir können uns auch bei Zeiten was anderes nochmal angucken, aber wir gucken jetzt erstmal. Ihr könnt hier natürlich auch was reinschreiben. Wir gucken uns mal einige Städte an. Hannover. Hannover zum Beispiel, da könnt ihr bestimmte Bereiche auswählen oder den gesamten Bereich Hannover. Ihr könntet natürlich auch Berlin nehmen, dann könnt ihr auch Berlin spielen. Ihr könnt auch München nehmen, dann könnt ihr natürlich auch München nehmen. Also es geht hier in dem Fall alles. Und die Salzkotten, genau, Salzkotten, da wollte ich immer schon mal hin. Fuchsmühl, Volkstedt, gibt es hier irgendwas, was ich kenne? Güstrow kenne ich, da war ich mal im Urlaub. Ja, aber Salzkotten hört sich gut an. Wir nehmen Salzkotten und gehen auf Weiter. Ihr habt hier die Möglichkeit, den Hintergrund so ein bisschen einzustellen. Dorf oder Großstadt. Ich bin ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ändert natürlich auch ein bisschen was an der Spielmechanik. Ich habe keine Ahnung, was Salzkotten ist. Dorf war voreingestellt, wir lassen das mal so. Wir bleiben hier auch nicht im Bereich der Sandbox, wir bleiben bei Normal. Wenn ich dazu mal ein Let's Play machen sollte, dann wird es natürlich Experte sein, der höchste Schwierigkeitsgrad. Aber jetzt bleiben wir beim Normalen. Viel mehr könnt ihr nicht einstellen und dann starten wir auch schon rein ins Spiel. So, das dauert jetzt für gewöhnlich bei großen Städten ein bisschen länger. Und hier sollte es aber ein bisschen schneller gehen, hoffe ich. Er lädt jetzt tatsächlich erstmal die Map, er lädt dann die Straßen und generiert das Ganze. Und ich kann euch das einmal dann auf der realen, also ich zeige es auch nicht auf der realen Karte, aber ich habe das mit Berlin und einigen Städten ausprobiert. Es sind wirklich die realen Stadtkarten hier. Und da kommt der Bus und los und unterwegs sind wir. Also, ihr Lieben, das ist Salzkotten, wie wir es alle kennen. In der Nähe von Werne, von Thüle, Charmede, gibt es irgendwas, was ich kenne davon? Wewa,
Da hinten sind noch Stückchen Niederndorf. Oh Gott. Entschuldigt bitte meine Aussprache. Oh, hier ist ein Flughafen. Nein, hier ist ein Industrieunternehmen. Aerosoft, die kenne ich sogar. So, dann ist hier eine Autobahn vermutlich. Ich würde ja mal ganz stark davon ausgehen, dass das ein Bereich im Süden ist. Was ist das denn hier? Ist das irgendein... Ist das ein Unternehmen? Nee. Textilgesellschaft. Das ist einfach nur so ein Industrieunternehmen hier, ne? Da lebt keiner. Das könnt ihr übrigens auch so ein bisschen unterscheiden. Ja, ich glaube, es ist offensichtlich Industrie, nicht Industrie. Das sieht man hier, glaube ich, auf der Karte auch relativ gut. Hier ist ein Schulzentrum. Das sieht man hier übrigens auch. Man hat also auch hier die realen Gegebenheiten importiert. Also wirklich auch evangelische Kirche, was zum Einkaufen, so eine Innenstadt hat man modelliert. Also wirklich auch reale Daten. Hier ist ein Rewe zum Beispiel, ein K&K, ein Lidl. Also ich weiß nicht, ob die Namen hier was bedeuten. Ihr seht, das ist ein Einkaufsladen in dem Fall oder was zum Essen. Das ist das, was zählt. Und diese Sachen hier, das sind wirklich auch die Simulationen von entsprechenden Städten. Ihr seht zum Beispiel, hier sind auch Ampeln drin, die hier möglichst simuliert werden. Also wirklich extrem genau und detailliert gemacht. Und jetzt müssen wir erstmal unseren Bereich auswählen. Da gibt es einen Park. Wir könnten das jetzt mitten in den Park setzen. Und da beginnt das Ganze schon. Es gibt hier so richtige Straßenhierarchien, habe ich hier noch nicht gefunden. Ihr seht, das sind alles einfach nur Straßen. Auch die Autobahn, das ist eins der Mankos, wie ich finde. Die Autobahn ist jetzt ja auch keine Autobahn oder so, sondern ist auch eine ganz normale Straße. Deswegen sehe ich jetzt hier keine Notwendigkeit, dass wir uns außerhalb platzieren. Wir sollten uns aber trotzdem irgendwo so ein bisschen an der Seite platzieren. Ich denke, wir gehen hier hin. Dann könnten wir über den Kreisverkehr relativ schnell in den Bereich kommen oder vielleicht doch lieber dahin. Das ist die Straße, die geht hier hin, hier lang. An den Punkt können wir uns auch setzen. Dann könnten wir hier losfahren, hier einsammeln, hier oben lang und hier wieder zurück und wieder ins Busdepot. Und auch eine Route machen, dass wir von hier aus starten, hier einsammeln und dann da unten hinfahren zum Aerosoft und wieder zurück. Also da gäbe es genug Möglichkeiten hier auf dieser Karte etwas zu machen. Ja, ich denke, wir nehmen die Position. Bevor wir jetzt lange rumsuchen, wir nehmen das hier. Zack, einmal dahin. Möchtest du das Depot dort platzieren? Jawohl, das möchten wir. Das Betriebsgelände wird vorbereitet. So, wir können das Tutorial in dem Fall hier gerade nicht skippen. Wir werden das jetzt einfach mal, mitmachen. Das Thema, dann haben wir auch wirklich die Basics gelernt. Und ihr seht hier den Betriebshof, den wir machen können. Ihr seht hier an der Seite die entsprechenden Informationen. Ich glaube, das ist klar. Play, Pause. Und hier entsprechend die Sachen einmal bauen. Hier habt ihr Außenbereiche, Straßen. Also ihr habt ihr auch wirklich eine ganze Menge an Sachen, die ihr hier schon bauen könnt. Badezimmer, das sind die Zimmer, wo wir damit anfangen. Obwohl ich glaube, Badezimmer nicht, einen Flur müssen wir, glaube ich. Ja, genau, Flur müssen wir zuerst bauen. Dann Personal einstellen. Ihr seht, das werden wir gleich machen, wenn wir soweit sind. Dann den Fuhrpark gibt es hier. Den Marktplatz, da können wir hinterher die Busse kaufen. Die Linien bearbeiten. Wir können auch existierende Linien uns hier übernehmen. Natürlich auch Ersatzteile müssen wir beschaffen. Wir können das per Drohne liefern oder am nächsten Morgen, wenn hier mal was kaputt ist, eine Klimaanlage, Scheibenwischer. Wir müssen hier Ersatzteile im Lager haben. Wir haben die Möglichkeit zu forschen. Also ihr könnt bessere Busse, ihr könnt den Verbrauch senken. Ihr könnt eine mobile App entwickeln. Ihr könnt das Betriebsgelände vergrößern. Ersatzteilpreise. Ihr habt hier Möglichkeiten, euer Einsatzgebiet zu vergrößern. Schichtpläne und. Also ihr habt wirklich, wirklich eine ganze Menge und natürlich so eine Art E-Mail-Posteingang hier. Also echt ein ziemlich umfangreiches Spiel. Aber jetzt fangen wir erstmal an und gehen mal die Aufgaben durch. Wir sollen hier nämlich einen Flur bauen. Bauen wir einen Flur. Mindestgröße ist 5x3. Das ist sehr lieb von dir. Danke. Und jetzt denkt man sich, ja, was zum Henker ist denn das hier? Das ist der Verkaufsraum. Ich habe auch, als ich das Spiel mir angeguckt habe, lange überlegt, was das ist. Das ist der Verkaufsraum. Und jetzt bauen wir uns erstmal hinter den Verkaufsraum ein.
3x7, was müssen wir haben? 5x3, das passt. Und in diesen Flur kommt jetzt vom Verkaufsraum aus eine Tür rein. Wir machen mal bitte eine getönte Tür. Das kommt einmal dort rein. Und dann haben wir von hier aus jetzt die Möglichkeit, genug Sachen zu machen. Ich glaube, ihr habt das gesehen. Es gibt hier einmal den Flur bauen. Dann macht er das automatisch. Ihr könnt das natürlich auch einfach mit den Wänden manuell machen und hier Wände platzieren, Fußboden rein. Das geht auch. Aber diese Möglichkeit hier, das ist eigentlich die einfachste, muss ich das gerade mal abbrechen, dass wir da nicht zu viel Geld verlieren. So, jetzt sollen wir ein Büro bauen, maximal 6x4. Das können wir eigentlich hier vorne anschließen, hier in diesem Bereich. Das wär durchaus eine Möglichkeit, dass wir das Büro einmal hier... Oh, das ist aber ganz schön groß jetzt. Wir können natürlich auch den Flur... Jetzt weiß ich gar nicht, ob das funktioniert. Das können wir mal quick and dirty versuchen, diesen Flur zu vergrößern. Jawohl, das geht. Sehr schön. Dann werden wir das Büro einmal daran setzen. 8x4, 6x4 Mindestgröße, Haken dran. Dann kommt hier eine normale Tür. Da brauchen wir keine getönten Türen mehr. Einmal an die Ecke. Jetzt sollen wir hier einen Schreibtisch und einen Stuhl platzieren. Das werden wir mal machen hier in dem Büro. Gucken, was wir Schönes haben. Ach komm, so einen Drucker sollten wir auch haben. Konferenztisch weiß ich nicht. Eine Pinnwand braucht der auf jeden Fall auch. Ja, der muss sich auch mal irgendwelche Sachen anpinnen. Dann sollte der neben seine Pinnwand... Ein Stehschreibtisch hat der auf jeden Fall auch. Einmal so bitte. Dahinter braucht er natürlich auch noch so einen billigen Stuhl. Echt, da kommt er da nicht ran. Okay, es ist also wirklich simuliert als Stehschreibtisch. Na, ist ja auch was. Komm, dann setzen wir den noch ein paar Sessel hier ran, dass der auch irgendwo mit seinen Mitarbeitern sitzen kann, wenn er hier was macht. Ja, ich bin noch nicht fertig. So einfach geben wir uns hier nicht zufrieden. So, dazwischen kommt ein kleines Pflänzchen, damit das auch hübsch aussieht. Und der braucht natürlich auch ein Aquarium. Couchtisch? Nein, aber ein Manager hat natürlich auch ein Aquarium dabei. Lass mal umdrehen. Tja, so, ne? Ich würde sagen, so ist richtig. Okay, gut. Und das Thema auch. Jetzt sollen wir eine Küche bauen. Baue einen Raum des Typs Küche. Muss mindestens über eine Tür zugänglich sein. Ich würde mal sagen, wir verlängern den Flur noch ein bisschen. Und machen das Gleiche einmal hier hinten. Hier kommt die Küche hin. Dann versuchen wir hier einen Aufenthaltsraum hinzubauen. Ich denke, das ist okay. 4x4. Aber machen wir 5x4. Wir gucken, wir könnten hier hinten dann ein kleines Badezimmer hinbauen. An die Küche. 3x4. So, dann machen wir... Hier kommt natürlich eine getönte Tür rein. In die Küche kommt eine normale Tür. Badezimmer. Oh Gott, steht noch gar nicht bei. Aber ist ja auch egal. Wir versuchen das trotzdem mal. Küche. So, also was brauchen wir? Natürlich eine Küchenzeile. Wir machen das jetzt mal vernünftig hier. Eine kleine Küchenzeile. Dann gibt es ein Spülbecken. Dann gibt es ein Kühlschrank. Und den Getränkeautomat kriege ich da, glaube ich. Ah, der passt doch da rein. Sehr schön. Dann haben wir da auch alles fertig. Und Leute. Nein. So ist die Küche noch nicht vollständig. Wir stellen auf der Seite noch ein paar Stühle rein. Und dazwischen kommt ein Pflänzchen. So, gut. Das soll ja auch noch was aussehen hier. Dann sollen wir mindestens in der Toilette eine Toilette platzieren. Das ergibt in gewisser Weise Sinn. Ja, das sind Tipps, die finde ich immer wieder sehr hilfreich, die mir sagen, hey, platziere doch eine Toilette und kein in deiner Toilette und vermeide es eventuell Dinge wie einfach Strohhaufen zu nehmen. Naja, auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. So. Ein Waschbecken. Ist übrigens spannend, dass er nicht an die ans Waschbecken denkt. Blümchen, wir nehmen ein anderes. Einmal da bitte. Und ich denke, wir sind dann hier soweit auch durch. Okay, gut. Dann haben wir das Service Center. Statte doch dein noch leeres Service Center mit mindestens einem Service-Schalter aus. Das sollten wir auf jeden Fall tun. Das ist der Bereich hier. Dort gibt es hier in diesem Bereich die Service-Schalter.
Und das finde ich eigentlich eine gute Sache. Jetzt müssen wir mal gucken, wie rum die sind. So, ne? Genau, wir machen da mal 2 so hin. Ernsthaft, da kommt keiner ran? Doch, da kommt einer ran. So, ein Pflänzchen dahin. Jawohl. Genau, da kann einer hier stehen und einer da stehen. Und dann sollen wir bestimmt noch ein paar Sessel platzieren. Wir nehmen mal die weißen, das finde ich, das passt hier besser. Ein dort, ein dort, ein dort. Und, na, warte. Wir sind noch nicht fertig. Ein Blümchen darf hier nicht fehlen. So, das war ein schwarzer. Den wollte ich nicht. Was habe ich jetzt gemacht? Ach, verdammt. Der soll weg, bitte. Hallo? Ja, der weg. Der weg. Dann wollte ich ins Service Center noch einen Sessel platzieren. Okay, gut. Das hätten wir also auch. Dann hätten wir hier jetzt unseren Service-Bereich. Hier gehen die Leute rein. Und irgendwie haben wir noch keinen Bereich mit Spinden. Wir brauchen noch einen Lagerraum für diesen Kram hier. Aber sagt, wir sollen erstmal ein paar Stellplätze bauen und sowas. Ja, dann machen wir das. Ist kein Problem. Wir brauchen noch die Halle. Wir brauchen noch Straßen. Außenbereich ist was anderes. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die, vielleicht werden die auch gleich das freigeschaltet. Nun gut, wir bleiben erstmal hierbei und gucken jetzt mal, dass wir uns um die Sachen hier kümmern. Um die ersten Busse. So, bleibt die Frage, wie machen wir das? Wir haben hier vorne eine Einfahrt, hier in diesem Bereich. Und da können wir erstmal eine Straße platzieren. Die bauen wir uns mal hier hinten weiter. Damit wir auch genügend Platz haben dabei. Und dann gibt es hier, platziere 2 Stellplätze. Na, ich zeige euch das mal. Die sind hier. Was brauchen wir für welche? Steht hier nicht. Dann machen wir einfach gleich mal große Stellplätze. Wir können gucken, ob wir hier vielleicht kleine hinkriegen. Ja. Wir kriegen hier vorne mittlere Stellplätze hin. So. Dann gucken wir, dass wir dort große hinsetzen. 1, 2. Dann sollen wir damit erstmal genügend haben. Können wir gucken, dass wir, wenn wir schon dabei sind. Ah, schade, die sind zu groß. Okay, ich bin überlegen, ob wir auf der Seite hier irgendetwas Sinnvolles bauen können. Na, im Moment noch nicht. Okay, wir gehen mal weiter und gucken mal. Jetzt kaufen wir erstmal 2 Busse. Wie machen wir das? Es gibt hier unten den Fuhrpark und du hast noch keine Busse. Das macht in gewisser Weise auch Sinn. Dann gehen wir auf den Marktplatz und, weiß gar nicht, es läuft schon und es gibt es gebrauchte Busse. Ach du grüne Neune. Es gibt genau 2 Busse, die wir kaufen können. Ist das irgendwie wichtig, was für welche? Nee. So, der Bus wurde gekauft und steht in deinem Unternehmen bereit. Wir könnten die Farbe ändern. Ich habe meinen Farbcode leider nicht dabei. Eine Ente, City Bus Manager. Nee, okay, komm, das lassen wir mal. Also ihr seht, ihr könnt das hier divers anwenden und wir kaufen aber mal den normalen Bus. Kaufen dann den Sprinter auch noch. Bus verkaufen. Quatsch. Falscher Knopf. Entschuldigt bitte einmal dort. Und den hier. 38 Fahrgäste. Den nehmen wir auch noch mit. Und dann sollte das passen. Und dann warten wir mal, bis er angekommen ist. Okay, da sind sie. So, und jetzt sollen wir 6 Spinde auf dem Flur oder in einer Halle platzieren. Na, welch Wunder. Wir werden uns jetzt also mal eine Halle bauen. Einmal hier eine Halle bauen. Und guck mal, dass wir das einmal da hinten machen. Zack. So. Und das ist für mich erstmal, also das ist natürlich nicht die Originalhalle, aber das ist so Umzugsbereich, Umkleideraum. Wir können nur Werkzeugwagen hinstellen. Das werden wir mit der Zeit dann hier hinten schon und noch erweitern.
Das kriegen wir dann hin, aber jetzt werden wir erstmal hier vorne den Spind platzieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da bauen wir noch ein paar mehr, bitte. 8, 9, 10. So, wir sollen ja genug Leute, wir wollen erstmal genug Leute einstellen. Waschanlagen brauchen wir nicht. Die kriegen natürlich auch noch eine getönte Tür, wenn sie sich umziehen wollen, und noch eine Möglichkeit, hier aufs Klo zu kommen. Und dann kriegen die hier noch ein paar Stühle hin. So, gut. Dann haben wir das Thema auch. Das ist zumindest schon mal so ein Basic-Bereich. Könnten wir da schon mal weitermachen. Und jetzt sollen wir Leute einstellen. Und die Mitarbeiter sollten wir hier unten beim Personal finden. Und da gibt es grundsätzlich zwei Sachen. Ich sag mal, ein Busfahrer braucht jetzt nicht freundlich sein. Das reicht, wenn er die Leute mit dem Stock... Nein, also natürlich nicht. Ihr müsstet natürlich darauf achten, dass der Busfahrer freundlich ist. Ja, also eine gewisse Freundlichkeit sollte vorhanden sein. Beim Mechaniker kann man da jetzt noch drüber streiten oder beim Forscher. Aber ein Busfahrer sollte schon freundlich sein. So, wir haben zwei Autos, also stellen wir zwei Busfahrer ein. Ich würde ungern einen Azubi nehmen. Ich würde tatsächlich gern einen Anfänger nehmen. Ihn finde ich gut. Wir gucken mal, wenn wir sein Gehalt ein bisschen erhöhen, dann wird seine Zuverlässigkeit, boah, wird aber auch ganz schön teuer und sehr freundlich. Ja, wir nehmen ihn trotzdem. Und wir haben noch ihn als Anfänger. Ah, ist natürlich eine schlechte Auswahl gerade. Er ist gut. Dann können wir sogar das Ganze noch ein bisschen reduzieren. Oh, wir gehen mal auf 12 runter und er hat das akzeptiert. Gut, dann brauchen wir noch einen Mechaniker. Ist klar, die müssen die Busse natürlich auch reparieren. Und hier gibt es einen, der ist Anfänger, zuverlässig, freundlich, ein bisschen teurer. Nehmen wir. Dann gibt es einen Forscher. Wir wollen natürlich auch forschen. Ich weiß ja, Forscher braucht nicht freundlich sein. Der muss zuverlässig und günstig sein. Einen Zehner. Ach, guck mal, wir geben mal hier den Azubi. Ja, wir geben mal hier dem Azubi für einen Zehner eine Chance. Mal gucken. Mal gucken, ob das klappt. Und dann fehlt uns noch eine Reinigungskraft. Und tja, die sollte tatsächlich auch freundlich sein. Wir nehmen mal einen Azubi. Frau, Herr, ich weiß es nicht. Person, Schatz. So, und ein Service-Mitarbeiter. Einen, da würde ich gerne gleich zwei nehmen. Und obwohl, wir können auch erstmal einen nehmen. Anfänger, hier geben wir noch ein bisschen mehr Geld aus. Da ist mir die Freundlichkeit wichtig. So, gut, dann haben wir die Basics an Leuten ebenfalls dort. Und die sollten jetzt, sobald wir weitermachen, sollten die auch langsam hier eintrudeln. So, jetzt sollen wir eine Tankstelle bauen. Was machen wir da? Ja, ich würde erstmal gerne eine Straße bauen, hier vorne hin, sodass wir die ganzen Sachen hier hinbauen können und eben den Bereich hier hin erweitern. Ja, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und wir bauen also erstmal eine Tankstelle. Jetzt gucken wir mal, wie groß die ist. Die müssen wir drehen. Ja, also wir brauchen, wenn wir die hier hin platzieren, schon hier die Straße. Jetzt gucken wir mal bei der großen Waschanlage. Die ist auch so lang. Dann schauen wir mal auf eine Straße, wenn wir die hier hinsetzen. An dem Punkt. Ob wir da alles reinkriegen. Waschanlage groß. Ist sogar noch ein, sogar schon ein Tuck zu groß. Kann sogar noch einen Tuck weiter nach oben. Das Ganze. Ja, kann sogar noch ein Element weiter nach oben. Dann kommt eine Tankstelle einmal, ja, ich würde sagen schon daran. Dann eine Waschanlage, die setzen wir daneben. Da bin ich mal gespannt, wie die da rauskommen. So, dann sollen wir, ach Gott, jetzt habe ich schon weiter gemacht. Dann noch eine Hebebühne Standard. Ich würde aber eigentlich gerne auch eine große platzieren. Wir nehmen mal die Standard-Hebebühne für hier. So. Dann bauen wir eine große Hebebühne dahin. So.
Und dann brauchen wir noch einen Lagerraum. Wir sind aber noch nicht ganz fertig. Lackiererei, Busstellplätze haben wir, Tankstellen auch. Okay, dann setzen wir hier vorne, da setzen wir das Lager hin. Genau. Einmal bitte daran. Na, Moment, da muss ich erstmal gucken. Das drehen wir uns erstmal, dass wir das hier auch passend hier vorne reinbringen. Jetzt hoffe ich, wir haben die Mindestgröße erfüllt. Einmal, ja, sehr gut. 7x5, ja, top, wunderbar. Also einmal eine normale Tür. Das können wir, können Sie von hier ruhig reingehen. Dann platzieren wir ein paar Lagerregale. Und einmal, nur das sollte reichen. Komm, das passt so. Okay, so, jetzt sind wir natürlich noch nicht ganz fertig. Jetzt wollen wir noch den Flur erweitern. Nämlich einmal dahin. Wir wollen ja auch, dass wir Leute dort vernünftig reinkommen. Einmal dort rein und einmal dort rein. Wir wollen ja auch, dass unsere Leute hier reinkommen. Der Flur ist jetzt ein bisschen groß, aber ich denke, das ist okay, wenn die Leute hier reinkommen. Hier ist der Spind. Der Weg ist jetzt ein bisschen lang, aber dann haben wir jetzt hier einen Arbeitsbereich und hier hinten auch einen Arbeitsbereich. Das kriegen wir schon hin. Okay, gut, dann machen wir mal unsere erste Linie. Gut, öffne die Karte, klicke dazu oben rechts auf die Karte. Wir können die auch ganz klein machen oder einmal da draufklicken. Und hier können wir die erste Sache platzieren. Die erste Linie, wir sollen ungefähr 10 bis 15 Haltestellen machen. Und hier haben wir einmal die normalen Linien. Wir können hier auch, ihr seht es, eigene Linien machen. Baue eine Buslinie nach deinen eigenen Vorstellungen. Je mehr Fahrgästelinie benutzt, desto mehr Geld wirst du verdienen. Warte, stopp. Einmal abbrechen. Ja. Wir wollen alles verwerfen. Wir können auch hier Linien nehmen. Erstelle eine Linie mit bestimmten Anforderungen für einen Auftraggeber. Deine Einnahmen durch Ticketverkäufe gehen komplett an den Auftraggeber. Du erhältst eine pauschale Vergütung. Wir könnten zum Beispiel auch die hier nehmen. Voraussetzung verbunden mit der Selzer Lagune. Verbunden mit mindestens einem Bahnhof. Montag bis Sonntag alle 60 Minuten. Also ihr könnt dann auch entsprechend hier Dinge machen. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, woher er diese ganzen Daten zieht. Das finde ich auf jeden Fall eine extrem coole Sache. Ich habe mir auch schon einige Sachen angeguckt in anderen Städten, da gibt es diese Sachen auch, das kann man auch machen, aber wir bleiben jetzt erstmal bei der eigenen Linie. Hier unten habt ihr dann die Bushaltestellen, das ist auch relativ easy, ihr klickt einfach hier hin, dann habt ihr die Bushaltestelle und ihr habt dann hier die Busansicht, aber wir bleiben jetzt erstmal bei Linie und geben der mal klassisch den Namen Linie Nerdline 1. So, das ist die Nerdline 1 und jetzt müssen wir natürlich noch ein paar Sachen platzieren. Und ihr seht hier schon so ein paar Basis. Okay, ich bin hier bei dem Ding. Jetzt müssen wir gerade mal gucken, wo sind wir denn überhaupt? Wo ist denn überhaupt unser Depot? So, also da fährt er los. Ihr habt hier so ein paar Basissachen wie hier. Der hier zum Beispiel ist die Post. Da gibt es im Prinzip schon eine Haltestelle. Hier gibt es eine Haltestelle, es ist ein Schulzentrum. Hier zum Beispiel, das wäre durchaus interessant, dass man also dann da Anstellen fängt. Und ihr müsst hier wirklich darauf achten, dass ihr auch auf der richtigen Seite guckt. Na, dann fährt der Bus Rechtsverkehr natürlich hier lang und muss dann auch irgendwo wenden. Also da müssen wir jetzt drauf achten. Ich will jetzt im Moment eigentlich noch gar nicht nicht alles machen. Wir fahren erstmal hier vorne los und ich denke, wir machen den ersten, ja, hier bin ich mir jetzt wirklich nicht sicher. Ich denke, wir machen den ersten halt mal dort gegenüber der Post. So, dann sollte er hier langfahren. Dann halten wir mal am Schulzentrum an. Das finde ich auch eine gute Sache. Tja, ist die Frage, ob wir, wo wir dann langfahren. Zurück würde ich gerne durch diese Häuser fahren. Wir machen da mal einen Abstecher dahin. Dann vielleicht hierhin. Da ist nämlich auch noch eine Schule. So, wo fahren wir dann hin? Also, dann haben wir hier einen Bereich, hier den Bereich abgedeckt. Dann fahren wir zur Schule.
Könnten auch überlegen, ob wir erst hier rumfahren. Das machen wir mit. Nee, das machen wir mit einem anderen Bus. Wir machen einen anderen Bus, der dann irgendwann zeitlich so fährt, dass er die Leute zur Post bringt und sie dann hier einsammelt. Und sie dann hier zur Post bringt, sodass die sich dann hier drauf verteilen können. Und den lassen wir dann ebenfalls hier oben ins Industriegebiet fahren. Ich will eigentlich noch gerne einmal dort anhalten. Dann halten wir einmal. Na, wir können auch den nehmen. So, dann würde ich gerne da anhalten. Dann machen wir einen kleinen Schlenker da oben hin, na, dass wir da auch was mitnehmen. Und dann gucken wir mal, dass wir, tja, dass wir hier lang fahren und jetzt hier ein paar mehr machen. Einmal dort, einmal dort, mal dort. Ich bin mir sicher, das ist mit Sicherheit irgendwie offiziell irgendwie eine Innenstadt oder sowas. So, dann können wir dort zur alten Post, dann fahren wir da zum Wallgraben, dann halten wir da nochmal an, dann fahren wir dahin, dann gucken wir, dass wir dort beim Rewe anhalten, dort halten wir nochmal an und ich denke, dann halten wir da noch einmal an und dann werden wir unsere Strecke dort nochmal beenden. Dann fahren wir zur alten Post. Ja, und dann war es das eigentlich, ne? Und dann drehen wir hier vorne um und fahren die Route wieder von vorne. Okay. Ja, dann fahren wir, machen wir hier noch eine Route und hier eventuell noch eine Route. Und ich denke, dann ist das okay. So. Dann gucken wir uns mal die Route an, die wir hier gewählt haben. Benötigt ein Bus, erwartetes Fahrgastaufkommen 15 bis zu 75. Am Morgen wird es relativ groß sein. Auch die Simulation hier drin mit den realen Städten, das ist wirklich, wirklich gut gemacht. Also, ich muss es so sagen, wirklich meine Hochachtung an dieses Spiel, dass man die realen Kartendaten nimmt und dann wirklich diesen Detailgrad hier erreicht mit der Simulation des Fahrgastaufkommens und so weiter. Das ist schon enorm cool. So, wir machen das mal alle 30 Minuten. Brauchen wir auch nur einen Bus. Fahrintervall 6 bis 9 Uhr und 16 bis 9 Uhr und 16 bis 19 Uhr alle 9 Minuten. Hauptverkehrszeit. Wir können hier noch mehr machen. Einfacher Modus, den erweiterten Modus gucken wir uns gleich nochmal an. Ob Verkehrszeit, nee. Nee. Wir machen alle Stunde und in der Hauptverkehrszeit 30 Minuten. Ja, das muss reichen. So, erste Fahrt, letzte Fahrt. Erste Fahrt machen wir um 6 und die letzte Fahrt machen wir um 20 Uhr. Da gehen wir ein bisschen nach hinten auf, er erwartet hier nichts. Nee, da ist noch ein bisschen was, wir gehen mal auf 22 Uhr. Dann sollte das passen. So, jetzt gehen wir mal in die erweiterten Einstellungen rein und hier könnt ihr auch wirklich im Detail planen, wie ihr das machen wollt. Wollt ihr eventuell nur Routen machen, die ihr tagsüber machen wollt? Hier könnt ihr Linienwechsel innerhalb einer Schicht erlauben. Ja, wir können natürlich auch später Schichten definieren, dass die Leute, die dürfen natürlich auch nur 8 Stunden arbeiten. Ne? Das ist, glaube ich, klar. Wir können ja nicht einfach, keine Ahnung, die Leute 22 Stunden arbeiten lassen. Hier könnt ihr genau sagen, Ankunft, Abfahrt. Da können wir sagen, hey, eine Minute warten bitte am Schulzentrum. Das könnte man machen. Das könnt ihr alles genau anpassen. Ihr könnt die Haltestellen anpassen, ob er woher langfahren soll, definieren. Das wollen wir aber tatsächlich nicht machen. Ihr könnt euch die Vorschau dann angucken, genau wann es losgeht. 6 Uhr, 6.30 Uhr, 7 Uhr, 7.30 Uhr, 6.01 Uhr ist er da, da ist er dann da. Und er ist zum Schluss wieder nach 28 Minuten hier unten. Auch das könnt ihr euch im Detail ganz genau angucken für jeden einzelnen Tag. Also wirklich eine extrem, extrem genaue Einstellungsmöglichkeit, so wie man das in der Realität auch machen kann. Okay, wir wollen den einfachen Modus haben, das reicht uns hier hin. Wir bestätigen das Ganze. Jetzt seht ihr, wir müssen jetzt eine Schicht zuweisen. Machen wir erstmal Pause, damit wir hier nichts verlieren. Klicke auf deinen Kontostand, um die Finanzübersicht zu öffnen. Machen wir gleich. Schließe 10 Fahrten erfolgreich ab. Und wir wollen jetzt hier natürlich erstmal eine Busfahrerin zuweisen.
Wähle einen Bus auf dem Gelände aus. Wir haben zwei. Wir nehmen mal den hier. Und als Busfahrerin nehmen wir Frau Herr Brunke. Okay. Die Schicht wurde zugewiesen und sie wird jetzt fahren. Okay, sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, Frau Brunke, auf geht's. Und wir schauen einmal ÖPV-Nutzungsbereitschaft der Bevölkerung. Das wollen wir natürlich verbessern. Wir könnten noch mehr Leute einschieben. Ich glaube, das brauchen wir momentan nicht. Wir müssten natürlich gleich noch mehr Linien machen. Und gerade bei dem Thema... ich würde jetzt gerne mal so die Basics. Da legen wir uns mal Reifensets 1, Bremsbeläge, ein Ölkanister und einen Riemen. So, das sind 400. Die legen wir uns mal zu morgen früh als Lieferung hier auf Lager, damit wir wirklich mal so einen Basissatz haben. Ich weiß gar nicht, ob das hier noch irgendwie in Zukunft kommt. Aber das ist mir einfach wichtig, dass wir dann hier was haben. Jetzt könnten wir hier, jetzt fällt mir hier gerade noch ein, wir haben hier keinen Ausgang auf die Straße. Jetzt sollten wir hier auf dem Flur noch eine Tür bauen. Zack. Dass die hier auch wirklich, die war wirklich nach draußen kommen. Ich hoffe, dass die Frau... Ah, das ist der Mechaniker. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Das wollen wir dann also nicht weitersehen. Wo ist Frau Brunke? Das ist der Forscher. Da sollten wir jetzt auch mal gucken, dass wir mal mit der Forschung beginnen. Das kostet, Solo-Busse kostet 5000. Ich würde ja gerne das hier machen, aber dazu brauchen wir erstmal entsprechende Punkte. Die haben wir noch nicht. Okay, dann gucken wir erstmal, dass wir hier ein paar Punkte verdienen. Können ja auch durchaus ein bisschen schneller machen. Und da ist Frau Brunke. Sehr schön. Rein in den Bus und... Da ist er unterwegs. Können wir mit dem Bus mitfahren? Das können wir so, glaube ich, leider nicht. Aber wir können natürlich auf die Karte gehen. Da müssten wir dann unseren Bus hier hinten sehen. Da sehen wir auch genau, wie viele Leute hier einsteigen. Wir können das da leider nicht mehr auf die Haltestellen umstellen. Da ist unser Bus. Wir sehen jetzt hier die Auslastung. Da ist wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, da ist überhaupt keiner drin. Ja. Ich bin gespannt. Wir sollten wirklich dann auch nochmal jetzt eine Route machen, die hier einfach durchfährt und dann hier das Schulzentrum abklappert. Ich denke, wir machen das mal. Die dann hier dieses Schulzentrum abklappern und dann hier die Möglichkeit haben, hier durch diese ganzen Baugebiete hier zu fahren. Ich denke, das ist noch ein sinnvoller Bus, der dann wirklich die ganzen Leute auch hier hinbringt und das einsammelt. Ja, wir haben jetzt hier noch nicht allzu viele Sachen gemacht. Okay, da wird jetzt gerade sehr lange gewartet. Liegt das an mir irgendwie? Ich vermute, das lag wirklich an mir. Aber ich war doch gerade nicht in der Pause. Wieso fährt denn der nicht weiter? Ach, jetzt verstehe ich das. Der fährt natürlich immer nur zur halben Stunde. Okay. Ja, klar, Herr Nerd, typischer Fail. Der sollte also gleich um 21 Uhr und sollte er losfahren und, oh Gott, ist ja schnell. Stopp, nicht so schnell, Mensch. In einer Minute schaffst du das doch nie. So, jetzt steigen hier auf Nerdline 1 5 Leute ein, 6 Leute. Und da steigen auch wieder welche ein. Haben wir schon ein paar Fahrkarten verkauft? Noch keine Fahrkarten verkauft? Wie steigen die Leute denn hier ein, bitte? Habe ich irgendwo vergessen, auf der Linie eine Option zu setzen? Verstärker einsetzen? Fahrplan bearbeiten? Was ist denn ein Verstärker? Ach so, einen weiteren Bus. Okay, das hätte man durchaus auch anders formulieren können. Als Verstärker hätte ich das jetzt nicht interpretiert. Das wollte ich nicht. Jetzt... Frage ich mich aber. Nee. Wenn ihr das seht, möchtest du alle verwerfen? Änderung? Ja. Ich möchte ja nichts ändern. Wenn ihr wisst, wieso wir keine Fahrkarten verkaufen, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe jetzt die Option hier noch nicht gesehen. Wahrscheinlich. Ah, okay. Ich vermute, dass wir keinen In-Bus-Fahrkartenverkauf haben. Die müssen also echt alle hier rein. Die fahren jetzt echt alle für lau. Ja, herzlichen Glückwunsch. Super, Leute. Toll. Ganz toll. Naja. Okay, wie dem auch sei.
Gehen jetzt erstmal hier rauf. Und da sind die Tickets. Wochenticket, Gesamtticket, Kurzstrecke. Keins verkauft. Also ich würde schon erwarten, dass die Leute, die Kurzstrecke fahren, auch im Bus ein Kurzstreckenticket holen. Ne? Versuchen das mal auf 1,50 zu senken. Einzelfahrschein machen wir 2,50. Tagesticket machen wir 6 Euro. Und ein Wochenticket machen wir auf 25 Euro. So, Kredite braucht man noch nicht. Das sind unsere Finanzen, Reparaturen und Wartung, Miete, Nebenkosten, Ausgaben ist leider noch sehr hoch. Okay, gucken wir mal. Das war das Thema hier gerockt bekommen. Also, wir gehen wieder zurück auf die Karte. Und wir möchten jetzt eine weitere Route machen. Das ist eine neue Route, das wollen wir nicht. Das ist die Nerdline Nummer 2. Gut, das ist die lila Route. Nein, verdammt. Den Seniorenwohnheim, um Gottes Willen. Das wollte ich tatsächlich nicht. Wir fahren hier los, am Bürgerhaus, finde ich gut. Dann wollen wir eigentlich direkt... Moment, ist das auf der rechten Seite? Ja, dann passt es. Dann halten wir einmal da an. Wir fahren einmal... dahin. So, jetzt müssen wir noch mal gucken, dass wir hier auch vernünftige Wege finden. Einmal da. Gibt es einen Kindergarten. Da wollen die Leute auch mal gern aussteigen. Machen wir mal einen kurzen Halt an der Post. Am Schulzentrum noch nicht. Da holen wir erst noch ein paar Leute ab. Dann halten wir einmal da an. Wir halten einmal da an. Was ist das hier? Kindergarten oder sowas? Man weiß es nicht. So, jetzt ist die Frage, wo wir dann hinfahren. Ich würde sagen, dann halten wir da oben noch einmal an. Wir werden dann einmal dort anhalten. Das Schulzentrum ersparen wir uns, dann können sie hier rüber. Obwohl, sollten das wahrscheinlich machen, ne? Aber wir halten nochmal am Schulzentrum an, fahren dann hier lang und dort rein. Nee, das macht keinen Sinn. Nee, das macht keinen Sinn. Ich will das Schulzentrum zum Schluss haben. Nee, wir machen das nicht. Wir fahren von dort aus hier lang. Halten einmal da unten an. Dann fahren wir bitte da lang. Holen uns da noch ein paar Leute ab. Kommen wir da rüber? Nee, ne? Okay, dann machen wir das anders. Dann fahren wir von dort aus einmal hier zum McDonald's. Einmal dahin. Einmal hier zum Penny. Dann einmal dorthin. Dorthin. Fahren wir noch einmal durch das Baugebiet hier, holen die ab und dort. Dann fahren wir dahin. Einmal zum Schulzentrum. Und dann müssten wir tatsächlich über diese Post dahin zurück. So, dann haben wir es. Perfekt. Wunderbar. Ein Bus, 40 bis 95 Leute. Hier 6 bis 9 Uhr die Hauptverkehrszeit. Hier würde ich gerne die Zeit ein bisschen reduzieren. Da brauchen wir schon 2 Busse. Dann werden wir das tun. Bestätigen. Und dann gehen wir mal auf die Karte. Moment. Einmal schnell in die Pause. Wir brauchen ja einen weiteren Bus. Die reichen ja nicht. Wir gucken mal, dass wir vielleicht einen größeren nochmal kriegen. Ein Zito. Jawohl. Einmal kaufen bitte. Und dann brauchen wir natürlich auch noch einen Busfahrer. Einen weiteren. Wir wollen natürlich welche einstellen. Tja, die Auswahl ist momentan nicht so gut, ne?
Wir könnten einen Azubi nehmen, die kosten nicht so viel. Und wenn wir denen hier 14 Euro geben pro Stunde, dann sind die auch relativ freundlich. Komm, Maddie, mein Bester, komm. Kriegst eine Chance bei uns, mein lieber Maddie, und dann geht das hier los. Okay, also. Dann wollen wir die Leute mal auf die Linie packen. Und dann sollte diese Linie hoffentlich auch losfahren können. Einmal den Bus bitte. Ist das der neue? Ich hoffe ja. Einmal den bitte. Mit der guten Wilma. Und wir wollen auf die Linie noch dich mit einsetzen mit dem guten Maddie. Okay, dann haben wir's. Jetzt haben wir sogar eine Fahrkarte verkauft. Zwei sogar. Hey, cool. Und dann sollte dieser Bus mit dem guten Maddie auch gleich losdüsen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir noch die Möglichkeit haben, gleich so ein einzustellen, dass die einen gewissen Abstand haben sollen. Ja? Wir sind ja jetzt mit zwei Bussen hier unterwegs und es macht ja keinen Sinn, dass die irgendwie hintereinander fahren. Wir gucken uns das mal gleich in Ruhe an, ob wir das einstellen können. Aber das Gute ist, wir sind hier schon soweit ganz gut dabei. Jetzt könnten wir auch eine Forschung starten. Wir gehen mal auf die Pause. Die Sachen laufen jetzt eigentlich. 22 Uhr. Gehen wir mal auf die Forschung. Und wir haben die hier mit 0. Okay, ich weiß nicht, ob wir hier gleich noch was bekommen. Wir lassen das jetzt mal weiterlaufen und gucken mal, was wir da machen können. So, Ersatzteile hatte ich bestellt. Das passt eigentlich. Die Linien, ja, Nerdline 1 macht tatsächlich Verlust. Aber das ist in dem Fall erstmal egal. Nerdline 2 auch. Ich denke, das wird ab morgen, wird das besser werden. Jetzt können wir mal hier reingehen und mal gucken. Fahrintervall alle 45 Minuten. Ja, ich denke, der wird das automatisch machen. Genau. Wir gehen mal hier raus und gucken mal und schauen mal, wie das auf der Karte aussieht. Ah, jetzt sind alle Busse da. Jetzt warten wir bis morgen früh. Ich würde sagen, wir gucken einmal Schicht zuweisen. Und bis 9 Uhr morgens. Eieieiei. Die arbeiten ja dann hier im Dauerbetrieb. Maddie stören Nerdline 2. Nerdline 2 hatten wir da hinten gemacht. Nerdline 1 machen wir dort. Und den Tag abschließen. Ein Zeitsprung bitte. So. Jetzt sind wir bei 4 Nerdline 2. Also, bitte einmal Nerdline 2 warst du. Nerdline 1 warst du. Und Nerdline 2 bist du. Alles klar. Auf geht's. Die fahren alle 20 Minuten, das wollen wir natürlich auch hier nutzen. Und dann gucken wir gleich mal rein und ich vermute, dass die wirklich dann diese 20 Minuten hier auch wirklich automatisch stehen. Jetzt gucken wir erstmal hier rein. Maddie Stör, hallo, ich wollte nur mal kurz Bescheid geben, dass ich mit der letzten Aufgabe fertig bin und seitdem keine Anweisungen mehr bekomme. Sagen Sie mir gern, was ich machen soll. Wir könnten Maddie fortbilden, aber das machen wir erstmal nicht. Die sind eigentlich doch jetzt alle verplant, oder? Ich wollte gerade sagen, die sollten eigentlich alle verplant sein. Nerdline 2, nächste Schicht. Ja, sind alle verplant. Die sollten jetzt einfach mal losdüsen. Und dann sollte das auch passen. Gehen wir mal auf die Karte. Da, Nerdline 2. Oh, da steht sogar schon. Einer kosten 5 Zufriedenheit, 0 Fahrgäste warten. Könnten mal gucken. Wollen wir hier filtern? Nee, passt schon. Gucken wir, ob hier noch Leute stehen. Einer, zwei. Tatsächlich eine ganze Menge. Die wollen dann wahrscheinlich dahin. Da steht noch einer. Und dann hier hinten zurück. Ach, spannend, spannend. Und da bin gespannt, wie das hier mit dem Bus klappt und wie viele hier verdienen. Vielleicht kriegen wir echt ein bisschen Geld. Jetzt sollte eigentlich
Spät haben wir es. 5 Uhr. Moment, wir gucken mal in den Fahrplan rein. Das wollte ich nicht. Ja, ich will eigentlich den Fahrplan sehen. So. 5.45 Uhr geht der nächste. 5.45 Uhr geht der nächste. Okay, gut. Wir sind noch nicht in der Hauptverkehrszeit. Da würde also wahrscheinlich sogar noch ein Bus ausreichen. Wir haben Bewertungen. An den Bushaltestellen der Nerd Transport Fever Corp warte ich sehr gerne. Ja, ist auch alles sauber bei uns, hoffe ich. Da bin ich eigentlich, das ist mir immer sehr wichtig. So, da steigen tatsächlich keine aus. Wollen die denn alle hin? Ach guck, da ist jetzt sogar noch ein Bus mit dabei. Ja, sehr schön. Dann schauen wir mal in die Finanzen. Wie es mit den Linien... Ach du grüne Neune. Ja, wir verdienen noch nicht allzu viel, aber ich denke, das sollte besser werden. Wir geben mal Vollgas und lassen jetzt erstmal die Leute hier ihre Tickets verkaufen und versuchen mal zumindest mal die Sachen abzuschließen. So, das Spiel wurde automatisch gespeichert. Wir bleiben mal bei der Karte. Ich muss sagen, ich finde das wirklich mega nice, dass wir hier 9 Leute. Wir haben 20 Fahrkarten verkauft, 25 schon. Sehr schick. 10 Fahrten. Vergrößere dein Liniennetz. Erweitere die Buslinien, dass um 28% der Gebäude und Sehenswürdigkeiten abgedeckt sind. Wir sind momentan bei 20%. Aber ich denke, ihr Lieben, das Prinzip dieses Spiels ist euch klar geworden. Was ich jetzt gerne nochmal machen möchte, ist einmal andere Karten angucken. Tatsächlich mit euch, dass ihr auch seht, dass es wirklich hier andere Städte gibt. Wir gucken uns jetzt mal ein paar Städte in Deutschland an. Und ihr seht hier dann übrigens auch die Verluste momentan. Also es wird weniger. Wir kommen in die Gewinnzone. Ja, der Marktplatz, das sieht soweit ganz gut aus. Personal brauchen wir uns, denke ich, momentan auch nicht drum kümmern. Und so würdet ihr dann euer Busunternehmen aufbauen. Und ich finde gerade das Thema Städte sehr spannend. Und deswegen sehen wir uns jetzt in Berlin. Sehen wir uns wieder. Mit willkommen in unserer Hauptstadt in Berlin. Eine Sache muss ich noch dazu sagen. Die Kartengröße ist, ihr habt es in der Forschung gesehen, ein bisschen begrenzt. Ja, das heißt, wir haben jetzt hier eine Kartengröße, der Hauptbahnhof ist mit dabei. Und bauen wir mal unser Depot einfach nach da, zum Hauptbahnhof hin. Und ihr seht, die Sachen sind auch mal die gleichen. Aber ich gehe jetzt mal auf die Pause und mal in die Karte rein. Und ihr seht auch hier, was es hier alles gibt. Ja, hier gibt es den S-Bahnhof zum Beispiel auch. Das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Da würde ich mich sehr freuen, wenn es hier irgendwann mal Möglichkeiten gibt, die S-Bahn zu erweitern. Vielleicht auch zu bauen oder sowas wie Nimby Rails zu machen. Und ihr seht hier auch viel mehr Ampeln, die es hier gibt. Ihr seht hier auch sehr viele Möglichkeiten dann zum Einkaufen und sehr viele Parks, wo die Leute hinwollen. Also wirklich Berlin inklusive Brandenburger Tor, wo hier übrigens eine Straße durchsimuliert wird. Mit den ganzen Läden, die hier sind und so weiter und so fort. Und auch wirklich das Denkmal hier. Also wirklich eine ganze Menge Sachen und wirklich auch die komplette Hauptstadt. Und ihr wisst, denke ich, wir haben ja hier auch einen Schichtplan drin. Das können wir dann entsprechend hier einstellen. Das hatte ich euch, glaube ich, noch gar nicht, hatte ich euch noch gar nicht gezeigt. Das, was wir eben gerade manuell gemacht haben, das können wir hier auch natürlich dann automatisch machen. Und in der Forschung seht ihr zum Beispiel auch, ich muss mal gucken, wo das war. Hier, genau. Einmal Erweiterung Richtung Norden, Osten, Süden, Westen. Und damit hätten wir dann zum Beispiel auch noch Berlin in der Gänze drin irgendwann, ja, weil wir das wirklich immer vergrößern und erweitern. Also, ich muss sagen, es ist ein super, super cooles Spiel. Die Möglichkeiten, die Busse zu managen, sind wirklich toll. Das heißt, wenn ihr auf Busverbindung steht, wenn ihr gerne Busrouten baut, wenn ihr vielleicht in eurer Heimatstadt Köln, Düsseldorf, München, wo auch immer das machen wollt, vielleicht hier in Berlin, das sogar inklusive der Ampeln, das ihr genau austarieren wollt, wo die hier anhalten und sagt, hey, mir gefällt das nicht, ich hab da keinen Bock drauf, die Busse fahren so schlecht, ich will das besser machen, dann ist dieses Spiel genau
das Richtige für euch. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Strategienerd. Ciao, ciao.